Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Maya Hochreiter. Ich habe mir was echt sehr Cooles überlegt. Und zwar wohne ich ja in Fulda und in Fulda ist gerade der Schützenfest eröffnet worden. War das Deutsch? Nein. Ich gehe mal dorthin, ob man da vielleicht was sieht. Den Riesenrad vielleicht. Ja, genau, dort ist er. Jo. Okay, Leute, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, beziehungsweise nicht überlegt, aber ich habe das mal bei Bibis Beauty Palace gesehen. Auf jeden Fall steckst du 100 Euro in ein Euro-Stückchen und wir stecken 100 Euro in einen Greifautomaten. Hä? Und dann gucken wir, wie viel ich halt rausbekomme. Und wenn ich viele Kuscheltiere rausbekomme, dann verschenke ich vielleicht ein paar und ja, that's it. 100 Euro ist schon echt sehr heftig, aber why not? Sure, why not? Und ihr könnt mal jetzt in den Kommentaren raten, was denkt ihr, wie viel ich von 100 schaffe. Okay, Leute, wir sind jetzt da. Ist klein, aber fein. Mal gucken, wo die Greifautomaten sind. Okay, Leute, wir haben es gefunden. Ich wechsle jetzt die 100 Euro, mal gucken, was die Frau da denkt. Aber ich glaube, die denkt, ich bin ein bisschen Blabla im Kopf. Jetzt wird das alles gewechselt. Let's go. Okay, Leute, wir haben jetzt die 100 Münzen. Sagt euch mal bitte, wie viel das ist. Ich hoffe, ich kriege ein paar Tiere raus. Ja. Let's go! Wo starten wir, Leute? Schauen wir mal bei diesem Männchen. Am Ende ist noch First Try. Nein. Bei Roller. Ja, komm jetzt. Bruh. Ich hab absolut keinen Bock mehr. Ich glaube, wir haben die schlechteste Zeit der Beschreibung. Ich glaube, das wurde gerade alles neu gemacht. Das heißt, erst nach dem 20. Versuch, dann kommt erst die Kuscheltier. Ich schwör, 100%. Ey, nein, will nicht mehr. Ey, das wäre jetzt so weg, wenn ich wirklich gar nichts gewinne. Ey, wirklich, mein Herz blutet ganz. Wow. Huh? Ablosen. Ich habe jetzt wirklich seit die Hälfte ausgegeben und ich habe nur ein Kuscheltier. Mein Name ist Jeff. Ey, das ist doch so. Ey, guck mal, wie viel ich nur noch habe. Yo, ich geb's auf. Ich heul gleich, also wirklich for real, ich heul gleich, Leute. Ich schwör alles. Bruh. Bruh, again. So okay. Ja, endlich!
Oh, der sagt sogar was. Süß. Wäre es okay, wenn ich das hier hinstelle? Okay, danke. Du bist wahrlich ein Ehrenmann. Jawohl. Oh mein Gott! Wow! Hey! Das ist aus 100 Münzen geworden. Wenn die mir jetzt kein Glück bringen, Leute, gell, dann heul ich. Gewinnt die eigentlich beim ersten Mal, das ist beim 100. Mal nicht. Mein letzter Versuch, Leute. Mein letzter Versuch bei diesem Biber. Wirklich, gell? Also ich habe jetzt wirklich von 100 Versuchen 4 Kuscheltiere gewonnen. Ja, also guck mal, ich glaube, das hat mir so bewiesen, dass ich jetzt nie wieder mehr Greifautomaten spielen werde. Ich will jetzt auf jeden Fall 2 Stück verschenken und die anderen behalte ich für ein paar Süße. Vielleicht wird sich ja jemand darüber freuen. Damit ich mich ein bisschen beruhigt, weil hat schon wehgetan, gell? Ja, Leute. Jetzt erstmal fett essen mit meinen G's, mit meinen coolen Friends. Also, mein Fazit ist, ich ab jetzt nie wieder mehr Greifautomaten spielen werde. Kurzer Fun Fact. Danach haben wir nochmal 2-mal gespielt. Aber ey, ist wirklich eine Sucht. Das kann nicht gut enden. Ich empfehle es keinem, Leute. Macht es auf jeden Fall nicht. Wenn, dann macht vielleicht ab und zu mal so 2 Euro oder so rein, aber das reicht auch. Kauft euch lieber für 5 Euro oder so ein Kuscheltier, dann habt ihr ja so ein Kuscheltier. Oh. Wie, da ist ein Wespe. Eine Biene. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Follower seid, dann folgt mir gerne. Ja, Dankeschön, dass ihr zugesehen habt, wie ich meine 100 Euro in 2 Kuscheltiere investiert habe. That's it. Okay, Leute. Bye.